Commander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Ja. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Wissen Sie schon, wie die Reaper die Erde angegriffen haben? Das war gar nicht so kompliziert. Sie sind durch die Portale und haben Arcturus überfallen, bevor wir überhaupt wussten, was los war. Von dort war es nur ein kleiner Sprung ins Zollsystem. Die Erde hatte keine Chance. Uns zu den Mars-Archiven zu schicken, war genau richtig. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Reaper uns an die Wand genagelt haben. Ich habe die gesamte zweite Flotte für den Rückzug der dritten und fünften geopfert. Verdammt, das war die vernichtendste militärische Niederlage der Menschheitsgeschichte. Wie können wir diesen Krieg gewinnen, Admiral? Indem Sie die Speerspitze bilden. Sehr freundlich, aber die Normandy ist nur ein Schiff. Und ein schnelles. Sie können ein Ziel angreifen und wieder weg sein, bevor der Feind reagiert. Das ist ein Vorteil, aber gewinnt man damit den Krieg? Es geht dabei um das Grundprinzip. Mit einem Frontalangriff werden wir die Reaper niemals besiegen, Shepard. Die Schlacht gegen die Sovereign vor 3 Jahren hat uns alles gekostet. Und das war nur ein Reaper. Ich hab's nicht vergessen. Ich muss ihre Schwächen finden und angreifen. Und gleichzeitig ihre Stärken meiden. Und wenn ich Lücken in der Panzerung finde, gehe ich mit allen Soldaten, Schiffen und Kugeln darauf los. Wie lange halten wir das durch? Solange es dauert. Die Realität ist, dass ich lediglich die Entwicklung für Sie verzögere. Ich verschaffe uns Zeit, damit wir im Spiel bleiben. Und Sie beschaffen, was wir für das Proteaner-Gerät brauchen. Bleiben Sie dran. Hat Ihre Analyse des Proteaner-Geräts irgendetwas ergeben? Liara scheint recht zu haben. Es ist eine Waffe. Eine riesengroße. Sonst wissen wir noch gar nichts. Nur, dass es eine Riesenaufgabe ist, das Ding zu bauen. Halten Sie es nicht für riskant, etwas zu bauen, ohne zu wissen, was es überhaupt macht? Ganz ehrlich, das Ding jagt mir eine Höllenangst ein. Aber die Reaper lassen uns keine Wahl. Vor 200 Jahren hatten Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg dasselbe Problem. Sie wussten nicht, was die Atombombe anrichtet. Manche dachten, die Erdatmosphäre würde in Flammen aufgehen. Machten es aber trotzdem. Was Neues über Cerberus? Sie sind immer noch ein Fragezeichen. Die Aktion auf dem Mars legt nahe, dass sie dasselbe Ziel haben wie wir. Einen Weg, die Reaper aufzuhalten. Der Unbekannte schien anders als Saren nicht zu wollen, dass wir sie nur beschwichtigen. Man sollte meinen, wir stünden mehr denn je auf derselben Seite. Cerberus hat sich noch nie an unsere Regeln gehalten. Ich kenne ihren Plan nicht. Aber mit den besten Interessen der Menschheit hat er nichts zu tun. Der Unbekannte sprach von Kontrolle über die Reaper. Er schien das für den Weg zum Sieg zu halten. Er irrt sich. Tote Reaper sind der Weg zum Sieg. Er könnte es trotzdem versuchen. Ich habe Ihren Bericht über den Cerberus-Soldaten auf dem Mars gelesen. Wenn der Unbekannte eines gut kann, dann die Wissenschaft pervertieren. Aber es hat sich noch nie ausgezahlt und das wird so bleiben. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Beckett Ende. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Gucken wir mal. Ah, da immer noch der andere, der Kapital. Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf. Bei diesem Plan mitwirken kann. Nee. Garrus sagt, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Klingt nach Garrus. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen? Eine geile Figur. Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Hübsches Ding. Passt alles irgendwie dazu. Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch. Aber die Erde geht ohne Verstärkung runter. Kann ich noch auf Sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Elven helfen, haben Sie mein Wort darauf. Wie fühlen Sie sich als Primarch?
Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Pelleben. Und ich lese Lichtjahre davon entfernt Verlustberichte in Millionenhöhe. Ich möchte bei meinen Soldaten sterben, damit sicher ist, dass wir bis zum letzten Mann gekämpft haben. Ich verstehe. Die Erde zu verlassen, um sie zu retten. Selten ist mir etwas so schwer gefallen. Das überrascht mich nicht. Garrus hält viel von Ihnen. Sie wollten nie eine Anführerin sein, aber Ihr Volk stirbt, wenn Sie sich weigern. Unsere Lage ist ziemlich ähnlich. Hoffentlich gewähren uns die Geister die Stärke, das alles durchzustehen. Wie sieht's aus auf Pelleren? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten. Genau wie auf der Erde. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir sieht die Zerstörung von 15.000 Jahren Zivilisation. Meine Zivilisation. Danke, Primarch. Meine Gedanken sind bei Pelleren. Und meine bei der Erde. So, dann werde ich noch zum, wie heißt das? Zum, zu unserem... Was ist denn hier los? Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen. Auf den Kreis. Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer. Ich muss jetzt erst mal kurz mal zum Ding gehen. Zum, Das Problem liegt woanders. Bei mir sind alle Systeme grün. Sind Sie sicher? Vielleicht wurde etwas nicht richtig kalibriert. Sie wissen nicht, mit wem Sie gerade reden, oder? Schon gut, war nur ein Test. Wenn Sie Shepard sehen, sagen Sie, Sie soll zum KI-Kern gehen und rausfinden, was da los ist. Alles klar. Sie haben's gehört, Shepard. Wir treiben wie ein toter Fisch im Wasser. Garrus, Sie haben also sofort mit der Arbeit begonnen. Hier unten ist jedenfalls alles in Ordnung. Außerdem... Nach den letzten Ereignissen ist das Kalibrieren eines Geschützes der reinste Urlaub. Und es lenkt mich ab. Wir brauchen sie aber nicht nur fürs Ziel. Oh, ich bin bereit. Aber große Geschütze brauchen wir sicher auch. Jede Menge sogar. Die Sovereign ist nicht kampflos untergegangen. Das wird bei ihren Freunden nicht anders sein. Ob es wirklich klug war, Pelleren zu verlassen? Auf der Erde war dieser Junge. Höchstens 6 oder 7. Als die Normen, die dem Angriff entkamen, habe ich ihn sterben sehen. Irgendwie lebe ich noch. Und er nicht. Mit den Reapern recht zu haben, fühlt sich nicht wie ein Sieg an, oder? Wir wussten beide, es wird ein harter Kampf. Und den haben die Reaper geliefert. Meine Regierung hat wenigstens zugehört. Oder so getan. Ich habe eine Einsatztruppe bekommen, damit ich den Mund halte. Sie sind also nun Experte und Berater? Sie waren dabei mein Vogel, Shepard. Wenn man laut genug schreit, kommt irgendwann wer und fragt, was der Krach soll. Nicht, dass sie tatsächlich etwas dagegen tun. Und wollen dann, dass man ihn abstellt? Nicht so wie früher, was? Abtrünniger Spectre und Mann von Seesicherheit ballern wild um sich und entscheiden alles ganz spontan. Ja. Stimmt. Wir sind jetzt respektabel. Ja. Bei so vielen gefallenen Freunden ist das eigentlich überraschend. Aber wir haben alle Respekt verdient. Der erste Reaper, der dieses Geschütz erledigt, ist zu Ihren Ehren. Auf Ihren Befehl. Wollen Sie noch über was anderes reden? Ja, hey. Sie sagten, Sie hätten noch Familie auf Pelleren. Mein Vater. Und meine Schwester. Wie lange haben Sie nichts von ihm gehört? Lang genug, um besorgt zu sein. Ihm geht sicher gut. Kennen Sie das Problem mit dem Altwerden, Shepard? Die Plattitüden altern mit. Bald bleibt uns nur noch blinde Hoffnung. Und ich bin ungern blind. Ich weiß, Sie machen sich über unsere Feinde keine Illusionen, Garrus. Wie sehen Sie unsere Chancen? Im Moment sieht's schlecht aus. Aber ich glaube an den Sieg.
Denn zum ersten Mal sind wir in diesem Kampf nicht alleine. Etwas habe ich bei C-Sicherheit gelernt. Wer befürchtet, bald grausam zu sterben, ist ziemlich motiviert. Statt ständig an ihnen zu zweifeln, werden ganze Zivilisationen darum betteln, dass sie sie retten. Nach dem, was auf Palavan passiert ist, glauben Sie das noch? Natürlich wird es Verluste geben. Aber das lernen Turianer schon von Geburt an. Wenn am Ende eines Krieges nur einer überlebt, ist das bereits ein Sieg. Aber die Menschen wollen immer alle retten. Das wird in diesem Krieg nicht passieren. Was haben Sie da für eine Reaper-Einsatztruppe geleitet? Nach der Kollektorenbasis wusste ich, die Zeit wird knapp. Für uns alle. Der Citadel-Rat war eine Sackgasse, also tat ich etwas, was ich nie wollte. Ich ging zu meinem Vater. Er war bei C-Sicherheit, oder? Und er hat Sie nicht ganz gleichberechtigt behandelt, richtig? Gelinde gesagt. Aber er hatte großen Einfluss auf die turianische Regierung. Der Primarch, also der Alte, war sein Freund. Also ging ich zu meinem Vater und erzählte ihm alles, was wir über die Reaper wissen. Und Saren bis zur Kollektorenbasis. Und dann hat er sie ausgelacht. Gar nicht. Er hat nur zugehört. Mein Vater ist pedantisch, was Regeln und Vorschriften angeht. Aber die Politik hat nie sein Urteilsvermögen vernebelt. Wenn Verbindungen da waren, leugnete er sie nicht. Und er erkannte, was wir schon wussten. Die Reaper kommen. Schön, dass mal jemand zustimmt. Er hat mehr getan. Er ist damit zum Primarchen gegangen. Sein Stil gefällt mir. Leider war der Primarch nicht so überzeugt. Mein Vater blieb hartnäckig und bekam einige Ressourcen zugeteilt. Die nennt man dann Einsatztruppe und hat das Gefühl, man habe etwas unternommen. Was haben Sie gemacht? So viel mir möglich war und noch ein wenig mehr. Wir sicherten unsere Kommunikationswege, stockten die Notfallvorräte in den Kolonien auf und verbesserten unsere Frühwarnprotokolle. Hat's geholfen? Ich hoffe, es hat unserer Flotte etwas Zeit verschafft. Nach dem Krieg wissen wir es. Würden Sie für den neuen Primarchen bürgen? Selbst wenn nicht, ziehen Sie mit dem in den Krieg, was Sie haben. Wird er sein Wort halten? Vixis hat noch nie gelogen. Er ändert oft seine Strategie. Würde aber nie einen Verbündeten hintergehen. Und falls doch, suchen wir eben einen neuen Primarchen. Generäle salutieren vor Ihnen, Garrus. Wo in der Amtsnachfolge stehen Sie eigentlich? Reden wir nicht davon. Primarch Vakaria, ein verehrter Kriegsheld. Irgendjemand muss Palavan wieder aufbauen, wenn alles vorbei ist. Ja, jemand, der mit einem Hammer umgehen kann. Das ist vorerst alles. Wirklich schön, dass Sie zurück sind. Diesen Kampf verpasse ich bestimmt nicht. Ich bin sicher, hier unten hat jemand Mist gebaut. Ich muss das alte Mädchen wieder in Bestform bringen. Gut, soweit dies. Und jetzt wollen wir noch die Glaskugel, wie es abgeht. Die zwei mögen sich sehr, habt ihr schon gemerkt. Sind zwei Freunde. Sind zwar Freunde, aber aus Freundschaft kann ja auch Liebe entstehen. So ist es ja nicht. Und kann man mal sehen, wie es weitergeht. Also das hier, ein Scheiß. Die automatischen Systeme haben das Feuer eingedämmt. Es müsste jetzt sicher sein, reinzugehen. Wir folgen Ihnen. Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Ich kläre es. Eri, was ist denn? Okay. Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Eri? Ja. Sie sind in Dr. Evers Körper. Nicht ganz. Aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Holprig? Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteanergerät gesucht.
Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Edi, Sie müssen uns bei solchen Vorfällen alarmieren und dürfen Sie nicht alleine klären. Die Crew zu informieren wäre kontraproduktiv gewesen. Ihre Reaktionszeit hätte alle Hilfsversuche viel zu lange verzögert. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Zeitbeam-Reichweite der Normandie bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandie ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Oh. Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die Normandie nicht erreicht. Ich sag's Ihnen bei Bedarf. Gut. Ich sorge dafür, dass die Fähigkeiten organischer Gruppenmitglieder erreicht oder übertroffen werden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandie wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sich skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin sind wir uns einig. So, soweit ist und bis bald.